eine macht Lastwagen, die eine macht Traktoren, die eine macht Baumaschinen. Die dachte, tolle Dinger, was haben wir da gemacht? Ne? Es war eine wilde, aufregende Zeit. Gerade so für mich als junger Mensch. Ja, und dann dauerte das gar nicht lange, dann kam ja dieser Heilsbringer. Das war in der Tat ein Wirtschaftskrimi. Die Art und Weise der Geldbeschaffung war jenseits jeder Legalität. Irgendein Kommentar? Dieses Justizskandal. Mit 40 PS startet Landwirt Barthold von Gardenstedt in den Arbeitstag. Sein alter Hanomag ist für ihn der schönste Trecker der Welt. Die robusten Schlepper des hannoverschen Traditionsunternehmens haben jahrzehntelang die Arbeit in der Landwirtschaft geprägt. Heute sind die Hanomag Oldtimer begehrte Sammlerobjekte. Ja, ich sitze hier auf einem Hanomag R40, Baujahr 1946. Das war der erste Schlepper, den ich so hier restauriert habe und was auch so als Jugendlicher eigentlich immer mein Traum war. Ich habe mich in diesen Schlepper verliebt wegen dieser schönen Form, wo sich jetzt so mit meinem besseren Wissen herausgestellt hat, dass es so aus dem Automobilbau der Hanomag kommt. Und ja, nach einiger Suche bin ich dann auf so einen R40 bei einem Landwirt hier in der Nähe gestoßen. Ich habe den für 800 Mark mal aus der Scheune rausgezogen. Das war so mein erster Hanomag-Schlepper und damit ging dann im Grunde genommen so die Infizierung los. Auch seine Söhne hat Barthold von Gardenstedt mit seiner Hanomag-Begeisterung angesteckt. Vor allem den 19-jährigen Julius hat das Hanomag-Fieber gepackt. Erstmal wird man natürlich blöd angeguckt. Oldtimer, ja, wer macht das heutzutage? Aber ich versuche einfach, die Leute davon zu überzeugen. Ja, ich stehe zur Landwirtschaft und gerade auch zu den alten Maschinen. Man findet natürlich auch immer noch etwas, was im Laufe der Zeit porös geworden ist, was alt geworden ist. Und beim Schrauben findet man immer wieder Neues. Und dabei investiert man natürlich immer mehr und immer mehr Zeit daran. Die Hanomag-Trecker haben auf dem Hof der von Gardenstedts eine lange Tradition. Schon Julius' Großvater hat mit Hanomag-Schleppern die Ernte eingeholt. Mein Vater hat mir schon aus seiner Jugend erzählt. Er ist ja da auch praktisch dann mit aufgewachsen, mit Beginn der Dieselschlepperproduktion bei Hanomag. Und die Ära der Bulldogs war dann einfach vorbei. Die sind technisch irgendwo stehen geblieben. Und Hanomag war in den 50er Jahren technisch einfach deutlich fortschrittlicher. Und mit den Viertaktmotoren und das Starten und Fahren, auch die Kraft, die die übertragen konnten, mit Zapfwellen arbeiten und waren das eben deutlich besser einsetzbare Maschinen. Und das hat wohl auch dann die Verbreitung zur Verbreitung der Fahrzeuge hier vor allen Dingen auf unserem Betrieb geführt. Hanomag-Trecker und die Landwirtschaft. Lange Zeit eine untrennbare Erfolgsgeschichte. Auch die Hanomag-Lkw setzten mit ihrer nahezu unverwüstlichen Technik jahrzehntelang Maßstäbe. Fridolin Bentelers große Liebe ist ein Lastwagen aus den 50er Jahren. Das ist ein L28 Hanomag, Dieselmotor mit 2,8 Liter Hubraum. Die einfache Version schafft davon 50 PS. In diesem Fall hier ist einer aufgeladen mit einem Rotzgebläse, nicht Turbo, und kommt dabei auf 70 PS. Das ist dann schon erheblich mehr. Bleibt nicht an jedem Hügel gleich stehen, man muss nicht im ersten Gang hochfahren.
aber im Grunde ein Klumpen Eisen für die Ewigkeit gebaut. So. Einfache, aber effektive Technik. Das verbinden viele bis heute mit Hanomag. Vor allem der L28 wird in den 50er Jahren zum Verkaufsschlager. Bei vielen Oldtimer-Fans irgendwas in der Kindheit erinnert einen. Da gab es ein Sägewerk gegenüber und einer der wenigen Lieferanten, die da mit dem Wagen vorbeikamen, war eben auch einer mit dem L28. Und an solche Dinge erinnert man sich so. Denn damals konnten wir nur mit staunenden Augen am Straßenrand stehen und lange hinterher gucken. Nach dem Motto, das hätte ich auch gerne mal so. Die Geschichte von Hanomag beginnt in der Mitte des 19. Jahrhunderts in Linden. Heute ein lebendiger, alternativ angehauchter Stadtteil von Hannover. Doch damals ein Dorf am Rande der Stadt. Hier gründet Georg Egestorf 1835 seine Eisen- und Maschinenfabrik. Zunächst produziert er Dampfmaschinen, doch im anbrechenden Eisenbahnzeitalter beginnt er schon bald mit der Produktion von Lokomotiven. Über 10.000 Loks werden von Hannover aus in die ganze Welt geliefert. Nach Egestorfs Tod hat das Unternehmen wechselnde Besitzer. Auch die Produktpalette ändert sich. Automobile sind der letzte Schrei. Hanomag baut einen Kleinwagen, das sogenannte Kommissbrot. Da mussten jetzt Lokomotivbauer ran, so ein Pkw bauen. Und das war für die nicht einfach, weil sie waren große, schwere, wuchtige Teile gewohnt. Wenn man mal so eine Pleuelstange in der Hand gehabt hat, falls man sie überhaupt hätte alleine tragen können. Und jetzt sollten feingliedrige Gelenke gebaut werden und Achsen und was weiß ich nicht alles. Und da gibt es Berichte, dass die da viel Ausschuss erstmal erzeugt haben, bis sie dann so weit waren, dass sie das also hingekriegt haben. Aber sie haben es hingekriegt. Und im Grunde war das der erste Volkswagen so. Mit 10 PS erobert das Kommissbrot schnell die Herzen der Autofreunde. Seinen Spitznamen verdankt der kleine Hanomag seiner eigentümlichen Kastenform. Hanomag, das schönste Auto auf der Welt, ist fern und sicher durch die Welt. In Störi, einem kleinen Dorf am Rande des Harzes, trifft sich regelmäßig eine Gruppe von Hanomag-Liebhabern. Wenn man hier durch die Halle geht, kann man einen Querschnitt durch die Geschichte wahrnehmen. Wir haben hier Personenwagen von Hanomag, wir haben hier Lastwagen von Hanomag, wir haben hier Baumaschinen, wir haben hier vor allem auch Traktoren und Motoren und teilweise auch Requisiten, alte Schilder, wo Hanomag eingegossen oder eingeprägt ist. Heute ist ein besonderer Tag in Störi. Die Hanomag-Freunde haben eines der legendären Kommissbrote erstanden. Nun wird es angeliefert. Die Bastler sind gespannt, in welchem Zustand sich der fast 100 Jahre alte Wagen befindet. Von den 16.000 einst produzierten Exemplaren existieren weltweit nur noch knapp 400. Dementsprechend begehrt ist der Kleinwagen. Ja, der Zustand macht eigentlich einen guten Eindruck. Alles ein bisschen ölig, aber das ist eben bei so einem Auto von dem Alter so. Da ist ein bisschen Öl unten drunter, aber das ist eigentlich ganz normal für ein Kommissbrot dieses Baujahrs. Und das ist ganz gefährlich hier. Sobald der Motor läuft, sieht man den Propeller nicht mehr. Und dann greift man hier mal hin oder guckt mal nach dem Wasser und rutscht ab. Und das ist zu spät, da ist die Fingerkuppe hin. Als der kleine Hanomag 1925 auf den Markt kam, war er der erste deutsche Kleinwagen, der am Fließband gefertigt wurde. Ein Stück Automobilgeschichte. Ja, man hat auch ein bisschen Ehrfurcht vor der ganzen, obwohl es eine ganz simple Technik ist gegenüber heute, aber man schmunzelt zwar ein bisschen, was sich die Leute da gedacht haben um diese Zeit, aber trotzdem ist es doch erstaunlich,
so ein Wagen war ja dann schon was Besseres. Da konnte man schon ganz bequem vielleicht sogar eine Krawatte umbinden und fahren, ne? Ohne Helm. Und also das ist ja schon was. Ein bisschen Blech, ein bisschen Lack, fertig ist der Hanomag, hat der Volksmund spöttisch über das kleine Kommissbrot gereimt. Doch die Wahrheit ist, dass hinter den Hanomag-Produkten stets große Ingenieurskunst und viel harte Arbeit stecken. Neben Lokomotiven und Automobilen stellt die Hannoversche Maschinenbau AG, kurz Hanomag, ab den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts auch Lastwagen, Landmaschinen und Traktoren her. Zulieferer gibt es fast keine. Die meisten Teile werden selbst gefertigt. Das Blechwerk, das kriegt eine Lärmzulage, das extra Lärmzulage, weil wir über 100 Phon hatten. Es war ein enormer Lärm in den Betrieben. Wir verstanden uns praktisch nur durch die Mundbewegung. Für 20 Meter konnte ich jeden verstehen, aber nur durch die Mundbewegung. Vom Munde ablesen, aber hören konnte man auf keinen Fall. Es hatte jede Halle einen spezifischen Geruch, der wirklich einer schlechter war. Wir hatten unsere Sachen. Man musste sehen, wenn man nach Hause kommt, das Zeug sofort wechseln. Nämlich Wollsachen, die nahmen sofort diesen Geruch auf. Wenn fremde Leute versuchen, es zu riechen. Also wir rochen nach Hanomag. Das ist ein richtiger Ausdruck. So schlimm war es. Wie viele seiner Kollegen verbringt Karl Wäsche sein ganzes Arbeitsleben bei Hanomag. 1940 beginnt der Sohn eines Schmiedes seine Ausbildung mit 12 Pfennig Stundenlohn. Ich war 13 Jahre alt, wie ich in die Lehre ging. Mein Vater hat lange nachgedacht, er hat gesagt, die kleinen Schmieden gehen nicht mehr so, die Trecker kommen, die Welt ändert sich, also geh zur Hanomag hin. Das ist eine Firma, die groß und solide ist, da lohnt es sich anzufangen. Aber eins muss ich sagen, diese großen Gebäude, diese schmalen Gänge da drin, wo ich aus dem Dorf kam, es war was Furchtbares. Also ich war ängstlich richtig, das können Sie ruhig glauben. Der Aufstieg der Nationalsozialisten hat auch für Hanomag dramatische Folgen. Die Produktion von Rüstungsgütern wird zum Kerngeschäft. Neben der Stammbelegschaft müssen im Werk Tausende von Zwangsarbeitern Flakgeschütze, Kettenfahrzeuge und Granaten herstellen. Mit allen Mitteln wird versucht, die Kriegsmaschinerie am Laufen zu halten. Eine Viertelstunde vor Angriff kriegten wir Fliegeralarm, durften wir unseren Arbeitsplatz verlassen. Und wenn einer sich nun besonders gut tun wollte, dann quetschte er das auf 10 Minuten. Das hatte natürlich auch Folgen. Da ist zum Beispiel im Motorenbau eine Bombe eingehauen, da waren auf einen Schlag 29 ums Leben gekommen. Auf einen Schlag. So was ist öfter passiert. Nach dem Ende des Krieges besetzen englische Soldaten einen Teil des Werks. Trotz großer Zerstörung läuft die Produktion schon im Juni 1945 wieder an.
gab keine Heizung. Und wir kannten die Kanalgänge und haben beim Tommy die Kohlen geklaut, Benzinfässer geklaut, durch den Tunnel auf unsere Seite. Und dann hatten wir in den Benzinfässer Löcher reingeschlagen, voll Koks gemacht, das Wasser da geklaut und angesteckt. Das war unsere Heizung im Winter. Es gab keinen Stahl. Wie kommst du an Stahl ran? Tja, klaut euch. Wir sind durch den Kanal gegangen, haben vom Engländer Reststahlmengen uns geholt und den haben wir probiert. Wir sind aber nirgends mehr drauf, was für Stahl das war. Dann haben wir erstmal mit zwei Mann beraten, mit Funkenprobe, was für Stahl ist das? Man hatte manchmal Glück, dass es guter Stahl war. Und so haben wir primitive Werkzeuge angefangen. Der Meister warf an so ein paar Zeichnungen zu, so, du machst das Werkzeug. Und dann ging es los mit dem Traktor. Mit der Treckerproduktion nach dem Krieg beginnen die Boomjahre von Hanomag. 1950 ist noch fast jeder vierte Deutsche in der Landwirtschaft tätig. Dementsprechend groß ist die Nachfrage nach dem neuen Hanomag Viertakter. Doch nicht nur die Trecker sind gefragt. Wenn man auf der Straße ging, sah man die Hanomag Lastwagen, die Hanomag Baumaschinen. Wir hatten wirklich gute Produkte. Zum Beispiel, wir hatten eine Baumaschine, die fasste 6 Kubikmeter Erde. Ich dachte, tolle Dinger haben wir da gemacht. Ne? Die Arbeitsplätze auf der Hanomag, wie die Arbeiter es nennen, sind begehrt. Mit den Produkten von Hanomag wird das sogenannte Wirtschaftswunder maßgeblich angekurbelt. Man fühlte sich als König, das ist ein richtiger Ausdruck. Also wir hatten Ansehen, hatten wir, also, wenn wir irgend so ein bisschen Sonderrechte hatten in der Bevölkerung gegen so kleinere Quetschen und so weiter. Im hannoverschen Stadtteil Linden ist Hanomag seit der Gründung der größte Arbeitgeber. Fing an mit meinem Großvater. Mein Vater hat 1927 da angefangen. Nach meinem Vater habe ich angefangen. Ein Jahr später mein Bruder. Bei den anderen war das genauso. Von meinen Freunden waren die Väter auch da. Ob Großväter, weiß ich nicht, aber die Väter auf alle Fälle. Und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl hat sich schon in der Schule ergeben. Weil man genau wusste, der Vater und der Vater und der Vater, das waren alles Hanomag-Leute. Hanomacher hat man früher gesagt. Und naja, und man war hinterher stolz, dass man dazugehören durfte. Und das ist bis heute erhalten geblieben. Ich bin heute also noch stolz auf meinen Arbeitgeber. Das Unternehmen gibt den Rhythmus für das Leben in Linden vor. Wenn die großen Maschinen angeworfen werden, ist das fast im ganzen Viertel zu hören. Mehr als 13.000 Menschen arbeiten hier in Spitzenzeiten. Horst Jobst beginnt 1951 seine Lehre als Maschinenschlosser. Auch heute noch macht er sich manchmal auf den Weg zu seinem alten Arbeitsplatz und erinnert sich an die Zeit dort. Also freitags war Lohntag. Da wurde der Lohn ausgezahlt. Ob Lehrling oder Facharbeiter, kriegten alle freitags ihre Lohntüte vom zuständigen Meister, musste man antreten, wurde am übergeben, manchmal mit dummen Worten, hast das Geld nicht verdient oder ähnliches. Aber meine Lohntüte beispielsweise, die erste war als Lehrling, 8 Mark. Naja, und was jeder mit seinem Geld gemacht hat, das musste man damals schon wissen. Bis in die 60er Jahre wird das Geld bar ausgezahlt und landet oft in den umliegenden Kneipen. Die Frauen standen tatsächlich vor der Tür und haben ihre Männer mit den Lohntüten in Empfang genommen. Außen vorm Werksturm mit ihren Kindern und haben den Eltern da erwartet, dass er sein Geld abgeliefert hat. Es ist nicht nur die robuste Technik, die den Mythos Hanomag bis heute am Leben erhält.
Diese alten Arbeiter, diese alten Haudegen da, die verkörperten ein Gefühl von Sicherheit und Zugehörigkeit. Das war über zig Generationen sehr wahrscheinlich ein bewusstes Leben des Arbeitertums. Es wurde nicht gefragt, wo kommst du her, was bist du, hast du ein Auto, Haus oder Kuh? Nein, eben nicht. Das spielte alles keine Rolle. Du bist hier, du gehörst dazu. Und das war schön. Man gehörte zur Hadamar. Und dann, man musste mal schimpfen. Das gehörte auch dazu. Und dann ein bisschen grob in der Aussprache. Und dann ab und zu mal einen hintere Binde kippen. Das hörte alles zusammen. Und das vermischen sie. Dann haben sie einen richtigen Hadamar-Arbeiter. Diese stolze, starke Arbeiterschaft hat Hanomag geprägt. Doch der Einfluss auf die Unternehmenspolitik ist begrenzt. Nach zahlreichen Besitzerwechseln ist das Werk seit 1952 Teil des Rheinstahl-Konzerns. Diese Verflechtung wird immer mehr zum Problem. Vertrauen will verdient sein. Rheinstahl verdient es. Durch die Arbeit von über 30 Tochtergesellschaften und rund 50 Werken. Wenn Bilanz gemacht wird, geben die Töchter ihre Erträge an Rheinstahl ab. Rheinstahl hat das, aus welchen Gründen auch immer, als lästigen Nebenbetrieb immer betrachtet. Die Hauptzielsetzung des Rheinstahl-Konzerns war, Stahl zu erzeugen. Und alle freien Mittel wurden dort investiert und nicht bei der ungeliebten Tochter Hanomag. Zum Ende der 60er Jahre hat Hanomag unter dieser Unternehmenspolitik immer mehr zu leiden. Dringend notwendige Investitionen werden nicht getätigt. Als Rheinstahl 1970 entscheidet, die Traktorenproduktion einzustellen, wird Hanomag das Herzstück entrissen. Ein Jahr zuvor war bereits die Lkw-Sparte mit Henschel zusammengelegt und schließlich an Mercedes verkauft worden. Ein Schock für die stolzen Hanomag-Arbeiter. Jeder Unternehmer möchte natürlich möglichst schnell die Taschen voller Geld haben. Und aber er hat das Interesse verloren an dem Unternehmen. Und dadurch, dass die Produktpalette sich auch immer mal wieder gewandelt hat, wird man, meine ich, auch zum Spekulationsobjekt. Ne? Wenn jetzt jemand sagt, oh, tolle Trecker und wir bauen auch Trecker, zack, die Trecker zusammen. Ne? Oder tolle Lastwagen, wir bauen auch Lastwagen, zack, zusammen. Ne? Das spielt sicherlich auch mit rein. Die Wut der Arbeiter über diese Entscheidungen ist groß. Immer öfter kommt es in den späten 60er und frühen 70er Jahren zu Arbeitskämpfen bei Hanomag. Das gehört immer alles zusammen. Man war in einer Gewerkschaft, man hat zusammengehalten. Das war immer ja, ein Pott, ein Deckel. Das gehörte zusammen. Und ich denke auch bei Arbeitskämpfen, also immer dieser Zusammenhalt, dass man immer nicht für sich alleine was durchgesetzt hat, sondern der Versuch, für alle was durchzusetzen. Man brauchte nur zwei Leute in eine Halle schicken und sagen, also jetzt ist das Maß voll, kommt raus. Ne? Und da blieb kaum jemand in den Hallen. Kaum jemand. Noch ahnen die Hanomacker nicht, dass ihnen die größte Zerreißprobe erst noch bevorsteht. Zurück in Störi bei den Hanomag-Freunden. Hier hat sich besonderer Besuch angekündigt. Bernhard und Jonas Schargorodzki sind die Nachkommen von Lasker Schargorodzki, dem genialen Hanomag-Konstrukteur, der mit seinen Erfindungen Geschichte geschrieben hat. Vor allem mit einem Rennwagen, den es so zuvor noch nie gab. Das ist unser Großvater. Das hat er in seinem Kopf ausgedacht, überlegt und es ist zur Ausführung gekommen. Ist ja eigentlich wie ein Traum, der ja gar nicht existierte, weil wir ja gar nicht wussten, dass es das Auto gab. Ja. Das war ja die große Überraschung, dass Herr Görg irgendwann mal bei meinen Eltern vor der Tür stand. Ich hab da was. Wisst ihr was darüber? Und es wusste niemand was darüber.
Der vergessene Hanomag-Rennwagen. In den 30er Jahren war er eine Sensation. Im gleichen Rennen, bei dem auch der berühmte Mercedes Silberpfeil 1939 Geschwindigkeitsrekorde brach, war auch der Hanomag am Start. Ein Rennwagen mit Dieselmotor, das gab es bis dahin nicht. Und tatsächlich schaffte es der von Laskar Chagorodsky entworfene Wagen, an einem Tag 4 Geschwindigkeitsrekorde einzufahren. Zurückgedacht, 30er Jahre, 40 PS, 165 Kilometer pro Stunde. Das ist toll. Das ist schon richtig toll. Eigentlich sollte das Fahrzeug auf einer Automobilausstellung 1939 groß präsentiert werden. Doch dazu kommt es nicht. An diesem Auto waren 3 Juden beteiligt. Und das war natürlich unmöglich, dass die als Juden nun in die Weltausstellung, wo Adolf Hitler im Dritten Reich sich präsentieren wollte, das passte nicht. Und aus dem Grunde, vermute ich weiß es nicht genau, wurde er zurückgezogen und erschien nicht auf der Ausstellung. Das ist ja schon phänomenal. 3 Juden bauen ein Auto und es fährt Weltrekorde. Der große Traum von Laskar Chagorodsky wurde nur einmal gebaut. Was aus dem Originalwagen wurde, ist bis heute unklar. Über Jahrzehnte war die Rekordfahrt vergessen, bis die Hanomag-Freunde vor 25 Jahren mit ihrer Recherche begannen und den Wagen originalgetreu nachbauten. Nun ist er fast fertig. Und Urenkel Jonas darf sich für eine Probefahrt ans Steuer setzen. Aufgrund dessen, dass das Fahrzeug mit dem Namen Chagorodsky in Verbindung gebracht wird, ist es auch so ein Stückchen Familie. Wie Laskar Chagorodsky als Jude die Zeit des Nationalsozialismus überlebte, darüber kann auch sein Enkel nur spekulieren. Aus Dankbarkeit hat er die ganzen Patente unentgeltlich der Hanomag zur Verfügung gestellt. Da kann man nur sagen, dass die Hanomag für ihn alles bedeutet hat. Eine Arbeitgeber, er konnte frei arbeiten, er konnte seine Konstruktionen verwirklichen. Und ich nehme mal an, die Hanomag hat schützend ihre Hand über ihn gehalten und letztlich über seine ganze Familie und seine Nachkommen. Die Geschichte von Hanomag ist von vielen Hoffnungsträgern geprägt. 1980 übernimmt Horst-Dieter Esch das Unternehmen. Der Sohn eines Schlossers aus Hannover hat sich in Amerika vom Kartenabreißer zum Chef einer Autokinokette hochgearbeitet. Nun gilt er als Wirtschaftswunderknabe. Mit seiner internationalen Baumaschinenholding, kurz IBH, will er den Weltmarkt aufmischen. Kernstück seiner Vision ist Hanomag. Dann kam ja dieser Heilsbringer. Horst-Dieter Esch kam und hatte Visionen gehabt. Er wollte aus dieser Hanomag ganz was Tolles machen. Ganz was Tolles machen. Also anschließend sollten wir wohl goldene Eier legen oder sowas in der Richtung. Der hatte dann ja auch einen Geschäftsführer eingesetzt. Der sagt, die Hanomag-Leute, die arbeiten so gut, da hat ja jeder erstmal eine Mark mehr auf eine Stunde verdient. Das war natürlich ganz was Tolles. Da haben wir gesagt, ist der bekloppt oder was ist mit dem los? Ist ja toll, klar, nehmen wir doch gerne. Nicht? Wenn wir pünktlich unser Geld kriegen, das ist doch was Feines. Ne? Eschs Traum ist es, den größten Baumaschinenkonzern der Welt zu errichten. Sein Erfolgsrezept ist einfach. Fast ohne Eigenkapital kauft er marode Unternehmen billig auf. Ein Imperium auf Pump. Finanziert mit Bankkrediten und staatlichen Bürgschaften. Dafür verspricht der smarte Unternehmer den Erhalt von Arbeitsplätzen. Bezüglich der Beschäftigungsgarantie für 2.500 Mitarbeiter möchte ich sagen, dass dies eine Minimumgarantie für uns darstellt. Und ich davon ausgehe, dass mindestens, wenn wir jetzt mal 10 Jahre sehen, hier 4.000 bis 5.000 Mitarbeiter beschäftigt sein werden. Bei dem von Krisen gebeutelten Unternehmen Hanomag kommen Eschs Versprechen gut an.
ein äußerst sympathischer Mann mit einer sehr positiven Ausstrahlung, der auch die Gabe hatte, Zweifel, die sie hatten an bestimmten Konzepten, relativ schnell zu zerstreuen. Das konnte er, das heißt, wenn sie fast entmutigt in solch ein Gespräch gingen und sie kamen wieder raus, waren sie davon überzeugt, dass sie alle zusammen auf dem richtigen Weg sind. Diese Fähigkeit hatte er, zweifellos. Doch Eschs große Pläne geraten schnell ins Wanken. Die Konjunktur stockt und immer mehr Baumaschinen finden keinen Abnehmer. So wie sich irgendwie ein bisschen ein Tief andeutete, kam er ja wieder und sagte, ja, und dann reißen wir die Halle ab und die auch und dann bauen wir eine große neue und da machen wir dann völlig neue Produktionsstraßen rein und das kommt da rein und das kommt da rein. Und dann wurden tatsächlich die Hallen abgerissen und dann wurden Betonpfeiler hingestellt und wurden Träger hingebaut. Und jeder, als das dann losging und diese Pfosten da hingestellt wurden, ach ja doch, es passiert doch was. Ne? Also Zuversicht, ne? Wieder Zuversicht. Es geht, also vielleicht klappt der Plan doch, ne? Arbeiten wir mal weiter, ne? Zum Bau der neuen Fabrik wird es nicht mehr kommen. Längst kann sich Esch nur noch mit verbotenen Geschäftspraktiken über Wasser halten. Mit Scheinaufträgen und gefälschten Rechnungen versucht er, die Pleite aufzuhalten. Im November 1983 kommt es zum großen Knall. Ja, diesen Tag werde ich wohl nie vergessen. Ich war eingeladen zu einer Yacht auf Rotwild in der Nähe von Salzburg, saß auf dem Ansitz, hatte das Stück Wild schon identifiziert und plötzlich kam aus dem Hintergrund jemand auf einem Fahrrad mit einer weißen Fahne in der Hand und winkte. Hatte wohl Angst, dass ich auf ihn schießen würde. So, und es stellte sich heraus, es war ein Bote von Herrn Esch. Er hatte einen Telefonanruf erhalten, ich möge sofort nach Hannover zurückkehren, es sei etwas passiert. Ich habe dann sofort vom Auto aus mit Herrn Esch telefoniert und da hat er mir erzählt, leider müsse die IBH Insolvenz anmelden und wahrscheinlich müsse Hanomag dann ihr folgen. Ich habe dann sofort mich mit Anwälten beraten über das Autotelefon. Ich habe auf Anraten das ganze Werk dann blockiert, weil immer die Gefahr besteht in solch einer Situation, dass die Lieferanten, die sehr viel Vormaterial geliefert haben, das Material abholen. Dann wäre die Produktion bei Hanomag zum Erliegen gekommen. Wir haben also das Werk regelrecht wie eine Wagenburg eingekesselt mit unseren Baumaschinen, sodass überhaupt keiner rein und auch keiner mehr rausfahren konnte. Hier, genau da zwischen den Bögen haben wir es blockiert. Und so ist es uns gelungen, jeden Versuch der Lieferanten Material abzuholen. Diese Versuche konnten wir dadurch abwehren. Um es in einfachen Worten auszudrücken. Rund 2700 Arbeitsplätze stehen bei Hanomag nun auf dem Spiel. Bereits mit den Interessenten geführten Verhandlungen. Leider davon ausgehen. Keiner hat daran gedacht, dass es möglich ist, einen Betrieb in der Größe dicht zu machen. Es war einfach auch sehr, sehr schlimm, das mit anzusehen. Diese älteren Kollegen, die dann 40 Jahre und länger sehr wahrscheinlich schon da waren oder über Generationen bei der Hanomag gearbeitet haben, in ihrer Mietswohnung in Linden gewohnt haben, mit ihrem Kleingarten, wie die zusammengebrochen sind. Für die ist eine Welt zusammengebrochen. Das waren dann ja auch diese Arbeitsniederlegungen, wo wir um unsere Arbeitsplätze gekämpft haben, wo wir versucht haben, dass die Politik hilft. Ich vergesse das gar nicht, da standen wir vor der Staatskanzlei und Ernst Albrecht kam dann raus und sagte, wir lassen die Kollegen da nochmal nicht im Regen stehen. Ja, wir sind pudelnass geworden. Ne? Mit der Insolvenz kommen auch Eschs Geschäftspraktiken ans Licht. Mit gefälschten Auftragspapieren hat er sich jahrelang Bankkredite erschlichen. Nun bricht seine Scheinwelt zusammen. Also im Extremfall war von dem gesamten Geschäft nur vorhanden die Rechnung und sonst gar nichts. Und diese Rechnung wurde an eine Bank verkauft und dafür bekam man dann bereits 80% des Endbetrages.
Das ist eine moderne Art der Geldschöpfung gewesen. Da kann man sich jeden Bankeinbruch sparen. Im März 1984 wird Esch wegen Betrug und Konkursverschleppung festgenommen. Irgendein Kommentar? Dieses Justizskandal. Das war in der Tat ein Wirtschaftskrimi. Die Art und Weise der Geldbeschaffung war jenseits jeder Legalität. Das war also schon eine Insolvenz in der Größenordnung von 1 Milliarde, die es sonst nicht gab. Heute sieht das anders aus, da gibt es ganz andere. Aber damals war das schon eine Hausnummer, die an Größenordnung bisher wohl von keinem übertroffen war. Die Zeche zahlen vor allem die Arbeiter. Wie soll das weitergehen? Die Familien kommen alle in den sozialen Abgrund, immer mehr. So zu wissen, es geht nicht mehr weiter. Ich war einfach fertig, ausgelaugt, emotional total am Boden, weil mich das doch alles so sehr mitgenommen hat. Es sind ja menschliche Tragödien da über die Bühne gegangen. Und ich vermute mal, dass von diesem Paar, dass da etliche nie wieder in Arbeit und Brot gekommen sind. Nachdem alle Mitarbeiter die Kündigung erhalten haben, richtet sich das Arbeitsamt direkt auf dem Hanomag-Gelände ein. Man wollte natürlich auch ein bisschen was Positives für die Beschäftigten schaffen. Das heißt, einmal ihnen diesen Weg zum Arbeitsamt abnehmen und zum anderen, wenn plötzlich, ich sage jetzt mal, 3000 Leute vor dem Arbeitsamt stehen, da weiß man auch nicht, wohin mit denen. Und um das ein bisschen zu entschärfen, hat man richtig im Ernst-Wintersaal Tische eingerichtet. Da saßen Mitarbeiter vom Arbeitsamt und haben die ganzen Meldungen aufgenommen und haben dafür gesorgt, dass die Wege kurz sind. Ins Elend sozusagen. Beschissen, dieser einzige Ausdruck, den man gesagt hat. Es war wirklich, es ist haarsträubend, wenn man 40 Jahre, 45 Jahre in Wirklichkeit, die da war, so ungefähr. Und da ist, also, ich kann es nicht beschreiben, wir haben uns einer, hatten anderen versucht zu stützen, aber da kann einem keiner helfen, da muss man durch. Doch für Horst-Dieter Esch ist die Karriere noch lange nicht vorbei. Nach 4 Jahren wird er aus der Haft entlassen und übernimmt in New York die zweitgrößte Modelagentur der Welt. Hier steht er bald wieder im Mittelpunkt und findet neue Bewunderer. Er ist ein großer Visionär, große Ideen, große Konzepte und er versteht es, seine Visionen zu verwirklichen. Doch das letzte Kapitel von Hanomag ist auch im Frühjahr 1984 noch nicht geschrieben. Im April übernehmen 3 Mittelständler um den hannoverschen Bauunternehmer Günther Papenburg übergangsweise das Werk. Mit kleiner Belegschaft soll die Produktion weitergehen. Ich war der Einzige, der im Büro noch saß mit meiner Sekretärin. So, wir haben bei Null wieder begonnen. Und dann ging das relativ reibungslos. Die Anschriften hatten wir ja noch von den Mitarbeitern. Die haben wir dann angeschrieben und haben gesagt, antreten am Montag zum Wiedereintritt. Das Auswahlkriterium war, sie durften in der Vergangenheit so gut wie keine Fehlzeiten gehabt haben. Ganz gleich, ob gerecht oder ungerechtfertigt, wir wollten so eine Art Olympiamannschaft zurückbekommen, um ein Überleben überhaupt zu ermöglichen. Hinter den Kulissen wird weiter nach einem großen Übernahmepartner für Hanomag gesucht. Interesse kommt aus Fernost. In einem Geheimbesuch besichtigt eine Abordnung des japanischen Baumaschinenkonzerns Komatsu das Werk. Wir hatten natürlich beiderseits den Wunsch, diese Verhandlungen nicht öffentlich zu machen. Dann haben wir der Belegschaft erzählt, das sind Südkoreaner. Und das konnte man auch gar nicht unterscheiden. Für einen normalen Mitarbeiter ist ein Japaner und ein Südkoreaner in etwa so die gleiche Menschenrichtung. Das ist uns gelungen und die sind in der Tat 14 Tage, etwa 15 Japaner bei uns gewesen, ohne dass es ruchbar wurde.
1989 übernimmt Komatsu die Aktienmehrheit. Heute ist Hanomag ganz im Besitz des zweitgrößten Baumaschinenkonzerns der Welt. Rund 650 Mitarbeiter bauen in Hannover Bagger und Radlader zusammen. Doch der größte Teil des ehemals 44 Hektar großen Hanomag-Geländes wird heute anders genutzt. Die meisten alten Produktionshallen sind längst abgerissen oder in Gewerbe- und Wohnraum umgewandelt. Nur wenig erinnert an das ruhmreiche Unternehmen Hanomag, das mit seinen Produkten die Geschichte der Mobilität maßgeblich geprägt hat. In einer Kneipe in Linden sitzen rund 200 Arbeitsjahre Hanomag an einem Tisch. Der Zusammenhalt unter den ehemaligen Mitarbeitern ist immer noch groß. Wie mögen denn die Bauleitung für die Umstrukturierung? Für die Umstrukturierung. Wir haben hier 10 und 11. Ich bin bis zu meinem Arbeitslebenende bei Hanomag gewesen. Ich bin also als Lehrling da reingegangen. Und als Pensionär wieder rausgegangen, habe ich meine ganzen Jahre innerhalb der Firma erlebt. Mein ganzes privates Leben drehte sich um Hanomag. Freunde, Bekannte waren auch nur Hanomag-Leute. Meine Frau habe ich in der Firma kennengelernt und habe sie mitgenommen. Es gibt für mich nichts anderes als Hanomag. Arbeitskollegen war für meine Kinder Onkel und Tante. Weil wir so viel zusammen waren, das war eine Familie. Und ich bin so ein ganz Verrückter. Ich bin hinterher hingegangen, als der Schornstein abgerissen war, habe die weißen Backsteine da rausgesucht, die den Namen Hanomag da oben beinhalteten. Und die habe ich heute noch im Garten liegen. Ich kann das nicht wieder zusammenbauen, aber ich habe so einen Scheiß nicht. Bei Barthold von Gardenstedt hat die Ernte begonnen. Mit 20 Stundenkilometern rollt er mit seinem alten Hanomag in Richtung Weizenfeld. Ja, es vermittelt einem schon das Gefühl, irgendwie früher ging alles etwas langsamer und ging einfach nicht schneller und die Leute mussten sich die Zeit nehmen. Ich glaube, dadurch war es etwas entschleunigter und so hektisch war es irgendwie auch nicht wie heutzutage. Ging einfach nicht schneller. Seinen über 600 Hektar großen Betrieb führt von Gardenstedt heute natürlich mit modernen Maschinen. Hanomag ist Hobby für ihn. Und manchmal brauchen die alten Trecker noch ein bisschen Bewegung, damit sie nicht einrosten. Dem Traditionsunternehmen trauert er trotzdem hinterher. Ich kann nur für mich im Nachhinein sagen, dass ich schon darüber ein Stück weit traurig bin, dass es verschwunden ist. Ich denke, wir würden heute wahrscheinlich noch Hanomag fahren, wenn es die noch geben würde. Zumindest könnte ich das heute aus meiner Warte so sagen. Ob es tatsächlich so ist, weiß man ja nicht, was die heute bauen würden. Aber so wie die damals ihre Maschinen gebaut haben und wie weit die verbreitet waren und was die heute noch für einen guten Ruf genießen, auch in der Landwirtschaft, denke ich, würden wir auch heute noch Hanomag fahren.